2013, Thomas Mattmann, Chili Evolution! Okay, the German Championships. Die deutschen Meisterschaften. Das war Edelweg 2013. Normalerweise und deshalb hier ebenfalls außerhalb der Wertung. Er nimmt immer einen kleinen Gang. Oh, jetzt ist er aber doch gut weggekommen. Jetzt ist er doch noch richtig gut weggekommen. Herbert Rugel. Aus Holland mit seinem Green Star. Edelweg, der Mann ist fast 70. Wo ist der Applaus? Sind unterdessen schon gestartet und wir haben gleich mal eine Besonderheit. Ihr seht, das Kamerateam hier über die Meisterschaft entscheidet. Der Tommy von D-Max hört heute einen Applaus in Edelweg. Full Pull! Tommy, Spitze! Full Pull! Glückwunsch! Das war geil! Kann man wohl sagen. Sensationell, Full Pull. Währenddessen die Jungs aus Gersten unterwegs gewesen hier. Dann wird die Kupplung langsam kommen gelassen und dann geht's los. Uschi. Was macht die Uschi? Man ist ja noch in der Testphase beim Hirsch Express, beim 6R Express und jetzt kommt er. Und das ist mal ein ganz anderes Sportklassebild, das sich da bietet. Der Bernd Jürgens und der 6R Express. Pull. Jetzt ist er hier aber im Finale mit dabei. Der Tommy hat ihn doch nochmal gefahren hier im Finale. Unser junger Moderator hier von D-Max ist noch einmal auf den Black Edition gestiegen. Und im Finale, liebes Publikum in Edelweg, holt er sich 88,73 Meter. Das ist
Riesen Wettkampf für dich. Du hast 88. 88 Meter 73. Deine Weite. Das ist sehr gut. Da müssen die anderen erstmal hin. Du hast einen super Wettkampf gemacht. Also bin mal gespannt. Tommy, jetzt musst du erst mal gucken, wie weit er war, damit du vergleichen kannst. Boah, er geht ein bisschen weiter. Er geht ein bisschen weiter. Unser Tommy ist geschlagen und der Red Devil geht in Führung. 93 Meter 13 für Mirko und seine 12,46. Er ist jetzt vorne. Neue Bestweite. Er ist in der Favoritenrolle. Zwei Siege in Folge eingefahren. 93,19 sind zu schlagen. André Siemse, Sport Edition. Er fährt im Moment wirklich unfassbar gut, in extrem guter Verfassung. Und er holt sich direkt die neue Bestweite. 95,77 für den Sport Edition. Bestweite für André Siemsen. Er war sich selbst gar nicht sicher. Er hat 15,5 mm Elemente. Und der mächtige Turbolader, der Hostet, der drauf sitzt, der muss natürlich auch durch den Restrictor. Und trotzdem schafft es der Ursatz aus Zieten aus Schleswig-Holstein, diesen Traktor so tempomatstark zu machen, dass er überhaupt nicht aufgibt. Der hat bis jetzt in allen Wettkämpfen, die in dieser Saison viel zu bestreiten waren, fast immer die Nase ganz vorne gehabt und hat der Konkurrenz das Fürchten gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn er antritt, dann wissen alle, der hat Leistungsreserven, das ist unnormal. Das ist wirklich unnormal, dieser Sportklasse-Konkurrenz. 4,5 und 5,5 fährt er. Und in Dülken in letzter Woche, das war 14 Tagen eher gesagt, da war der letzte Wettkampf in der Fahrpulling-Serie. Und da hat er es in der 5,5-Tonnen-Klasse wieder gezeigt. Und auch in der 4,5. Da ist mit ihm einfach zu rechnen. Er fährt Doppelsieg um Doppelsieg ein, wenn er da antritt. Und wenn es gut für ihn läuft, dann wird er auch hier einen Full Bull hinlegen, obwohl er den S-Wagen sehr schwer eingestellt ist. Das muss man schon sagen. 95,77 gerade für André Siemsen. Aber ganz sicher richtig hier. Unsere Schleswig-Holsteiner. Ich orientiere mich in Richtung Full Bull. Die Bahn ist brett hart. Schauen wir, was du schaffst, Max. New Blue Diesel. Ich hab's gesagt, oder? Es ist einfach unglaublich, wie viel Reserve da drin steckt. Der geht hier so über die Linie, als wenn er kein Bremswagen hinter und lässt alles andere hinter sich. Und das macht er in den Sportklasse-Wettkämpfen ganz genauso. Hier hat er das Können durchblitzen lassen. Full! Ja, nochmal Check-Hands von der Präsidentin der DDTU, vom Schatzmeister, und dann geht's los, Ehrenrunde.